Du hattest einen Unfall, stimmt's? Ein Motorrad. Oh ja, lange her. Time 500. Wie ist das passiert? Ich hatte sie nicht im Griff, ich war nicht ganz klar im Kopf. Wie meinst du das? Ja, ich war einfach noch nicht so weit. Es war ziemlich früh am Morgen auf der Kuppe eines Hügels nahe Woodstock. Ich kann mich nicht mal genau erinnern, was passiert ist. Ich war für eine Sekunde von der Sonne geblendet. Ich stieg in die Bremse und das Hinterrad blockierte und ich flog ab. Warst du bewusstlos? Ja. Ohnmächtig. Wer hat dich gefunden? Sarah. Sie war im Wagen gefolgt. Sie hat mich aufgelesen. Ich verbrachte eine Woche im Krankenhaus. Dann haben sie mich in dieses Haus von einem Arzt in der Stadt gebracht, in sein Dachzimmer. Ich hatte ein Bett oben in der Dachkammer mit einem Zimmer zum Rausgucken. Sarah war bei mir. Ich erinnere mich nur, wie sehr ich meine Kinder vermisst habe. Ich lag einfach da und hörte dem Zwitschern der Vögel zu. Kinder, die auf dem Nachbargrundstück spielen oder dem Regen, der vor dem Fenster fällt. Mir wurde bewusst, wie viel ich versäumt habe. Und dann wieder hörte ich den Lärm dieses Feuerwehrautos. Und ich konnte ständig den Griff des Todes spüren, der mich ununterbrochen über seine Schulter ansah. Dann bin ich wieder eingeschlafen.